Guten Tag, mein Name ist Kalu Schreiber. Ich bin diplomierte Osteopathin und spirituelle Meisterin und möchte Ihnen heute eine neue entwickelte Heilarbeit vorstellen, die aus diesen beiden Bereichen stammt. Hat sich dann für mich gezeigt, dass die Osteopathie noch immer sehr strukturell ist, auch nicht das erreicht an Heilungspotenzial, was mittlerweile mir sich erschlossen hat und möglich ist. Es gibt also andere Ebenen, an die ich die Teilnehmer der Ausbildung anbinden kann. Das sind geistige Ebenen. Was Sie sich vielleicht vorstellen können, es gibt Möglichkeiten, spezielle Initiationen im Herzen, in den Händen und auch für die Wahrnehmung bei den Auszubildenden zu machen, also Initiationen, wo die eigene Energie nochmal verstärkt wird, viel deutlicher, viel klarer fließen kann und eine eigene Heilung, Transformation stattfindet. Also es ist eine Ausbildung, in der der Therapeut selbst erstmal Transformation, Heilung und Bewusstsein erfährt und auch dieses dann dem Klienten, seinem eigenen Patienten zur Verfügung stellen kann. Ja, also es ist dann die Möglichkeit, einen Heilraum wirklich zu schaffen, wo der Mensch sich fallen lassen kann, sich geborgen fühlt und es werden in der Ausbildung ganz spezielle Techniken gezeigt, die direkt am Körper auch wirken, direkt am Körper, also mit Berührung gelehrt werden. Ein ganz wunderbares Konzept, was viel feinstofflicher ist. Alle Organe, kraniales System, also kraniosakrales System und auch das parietale System wirklich untersucht und die primären Blockaden in den Systemen erfüllt, begreift und durch eine energetische Behandlung direkt am Körper lösen kann. Und gerade in dieser Zeit, wo eine wirkliche ein Umbruch ist, die ganze Erde sich quasi in ihrem Bewusstsein neu gebiert, es ist ganz wichtig, dass der Körper auch Hilfe bekommt, so wie die Erde, ja, das sind unsere materiellen Ebenen, dass da eben wirklich ein Energiefluss wiederhergestellt wird, ein Lebensfluss und ein neues Bewusstsein sich entwickelt. Ich hoffe, dass Sie interessiert sind und mich kennenlernen wollen. Ich freue mich auf Sie. Om Namah Shivaya.